Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute kümmern wir uns um die Flusspromenade, um die Linie der Flusspromenade. Sprich, wir erstellen jetzt eine... Hallo? Ja, genau, ja, hier eine Route. Was ist das? Die 41. Linie? Das ist der, warum ist denn die 41.? Das gibt da mal wieder gar keinen Sinn. Das muss auch hier die 30. gewesen sein. Da ist es sowieso hier alles komplett durcheinander und was auch immer. Aber damit wir zumindest so die Zahlen noch haben, machen wir eine neue Linie. Ich weiß auch gar nicht, warum die 31 übersprungen, die 30 übersprungen wurde. Genau, was ist die Flusspromenade? Die da wäre. Dann fangen wir einfach bei der Römerstraße an. Wir müssen die auch in der Rundfahrt fahren. Gut gemacht. Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. In Seaside Valley gibt es einige hübsche Orte zum Spazierengehen, aber die Flusspromenade und den Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten, sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstelle zwei Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Und das ist der Grund, weswegen wir das Ganze hier machen, denn, ja, ihr habt's gehört. Na gut, dann benenne ich das nochmal. Ich dachte, das wäre alles, also wäre auch so ein Wort vom Game gewesen, deswegen machen wir es einfach doch nochmal so, speichern das Ganze und erfahren wir. Also dieses wird gleich abgehakt werden, nachdem wir diese Fahrt hier beendet haben. Und dann würde ich sagen, fahren wir das Ganze halt auch wieder in einer Rundfahrt, allerdings auch wieder mit einem Gelenkbus. Allerdings würde ich sagen, nehmen wir diesmal den, wir nehmen einfach mal wieder den Urban Way. Wir waren lange nicht mehr mit dem Urban Way 18 Meter unterwegs. Ich wollte eigentlich sagen, wir fahren mit dem MAN Line City CNG, aber mit dem werden wir dann einfach mit der nächsten Route fahren. Der nächsten Tour. Wunderbar. Auch mal wieder mit dem Iveco unterwegs. Ach nee, Moment, das. Eine zusätzliche Tür gab es ja bei dem 12 Meter, bei der 12 Meter Variante. Starten wir mal alles, machen das Licht, das Licht für uns aus, für die Fahrgäste an. Schließen die Türen, legen den Gang ein, lösen die Feststellbremse, den Tempomat schalten wir ein. Und dann können wir los. Zur Römerstraße. Mal kurz rechts rum und die Ampel wird natürlich wieder rot. Scheinbar bin ich optimal gehalten oder nicht optimal ausgeholt für die KI. Deswegen jetzt wieder ab und zu mal ein bisschen warten musste und langsamer durch vorbeigefahren ist. So, die nächste wieder rechts rum. Okay, das könnte ein fieser Start sein hier mit dem Gelenkbus. Aber gut. Mal schauen, vielleicht fahren wir einfach diese komplette Woche auch nur mit Gelenkbussen. Wer weiß das schon? Schauen wir mal. Jetzt die nächste hier links rum.
bisschen zu spät angefangen einzulenken. Ich habe mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen mit dem Außenspiegel in der Laterne gesehen. So, wehe, die möchte jetzt auch hier rüber. Wunderbar, möchte sie nicht. Dann sind wir jetzt auch hier rum und dann kommen wir jetzt auch auf die Hauptstraße und dann halten wir auch bereits bei der Römerstraße. Okay, gut, die warten, das ist sehr nett. Ein bisschen ausholen muss ich halt. Oh, und dann sind wir jetzt auch schon bei der Römerstraße und können die ersten Fahrgäste einsteigen lassen. So ein schöner Tag. Noch brauche ich dahingehend nicht gucken, da wir ja eh alle. Ich brauche eine Fahrkarte. Ein Studententagesticket. Danke. Da wir sowieso alle nochmal durchgehen werden, zwei Studententagestickets. Danke. Mensch, sind sie jetzt ja ordentlich am. Oh Gott, am Reincachen. Was? Hier. Ah, dieses Gelangweilte hier. Denn. Machen wir mal weiter, wenn es da vorne zumindest weiter gehen würde. Ist auch schon weiter. Oh. So Seasons wären dann auch wirklich nice, so, ne? Wir haben halt so eine Mischung aus, wenn man es mal so betrachtet, so eine Mischung aus, naja, vielleicht goldener Oktober oder so, weil Sonne, aber halt trotzdem noch Laub rumliegt, ne? Also, sowas wie Frühling und Sommer und Herbst und Winter hätte würde ich schon nice finden, also allgemein so Seasons, ne? Also die würden halt schon eine ordentliche Veränderung auch für das Spielerlebnis geben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im letzten Livestream darüber geredet wurde. Das war ja schon wieder so lange her, dass der gewesen ist, wie ich mir den angeschaut habe. Ich brauche eine Fahrkarte. Mhm. Nur die Dame, okay. Wir haben so viel Zeit, wir können. Was? Ach so. Ah, da kommt noch eine Dame. Klar. Klar. Ein Tagesticket. Danke. Bitte schön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte schön. Dann wollen wir mal weiter zur Radovanovic-Brücke. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. So sieht's nämlich aus. Auch wieder pünktlich. Also ich denke mal, weil wir hier auch, wir waren halt auch bei der Landstraße, da hätte man eigentlich auch gut Zeit, eigentlich keine Zeit wirklich verlieren können. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Glück, was die Vielzahl an Angestellten betrifft. Der Urban Raider vor uns fährt, der fährt ja meistens relativ zeitnah. Okay. Cooler Trick. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Viel zu heiß draußen. Eine Fahrkarte, bitte. Hier, bitte. Was? Ach so, hier. Ein Wochenticket. Schön. Danke. Und hoppala, dann weiter im Text. Zur Flusspromenade. Hoffen, dass wir diese Ampel noch bekommen. Wunderbar. Wir müssen halt auch wieder warten. Jetzt wir fahren halt auch schon wieder hinter dem Angestellten hinterher, der hier auf der Gürtellinie fährt.
wie gesagt, also da werden wir halt im neuen Teil auch einiges machen können aufgrund des Tag- und Nachtzyklus, dass wir halt auch, oh Gott, da sind noch wieder zwei, dass wir halt sowas nicht haben, ne, sondern dass es halt wirklich abgetimt ist, wann wer fährt, wann wer bei der Haltestelle halten soll und so weiter. Aber da freue ich mich schon sehr drauf, weil es halt viel neue Möglichkeiten bieten wird. Die paar Minuten können wir noch warten, also ein paar Sekunden, bis wir dann weiter vorfahren können. Zeit nehmen wir uns einfach. Hier. Wo hab ich denn? Auch wenn wir es prinzipiell nicht müssten und so weiter, weil wir. Eigentlich könnte jeder Fahrgast von uns. Was ist jeder Fahrgast? Ja, prinzipiell schon. Eigentlich könnte jeder Fahrgast, der bei uns einsteigt. Nächster Halt. Bauch. Eschgrund. Ein Dings sein, ein. Ein Schwarzfahrer und das wird uns halt nicht wehtun. Aber das wird sich auch alles ändern im neuen Teil. Da wird es auch mehr Möglichkeiten geben, Geld auszugeben, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Was eine sehr nice Sache ist. Warum auch mal es jetzt hier angefangen hat, es wieder zu laggen, das Game. Und es hört wieder auf. Auch nicht schlecht, das ist schon mal gut. Wir steigen alle aus. Eine Fahrkarte. Ah, Moment. Wo kommen Sie sofort? Ich muss wieder Leuten hinterher stalken, um zu gucken, klar, ob sie ein Ticket haben. Na klar, hier, bitte. Ein Wochenticket. Schön. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einzelfahrkarten. Danke. Und da wollen wir direkt hier rechts abbiegen. Nächster Halt, Flusspromenade. Da bin ich rüber, sehr schön. Genügend Platz hat er uns gelassen. Dann fahren wir mal 25 zumindest den Speedbump an. Und biegen jetzt auch hier wieder rechts ab. Wunderbar, alles noch super fahrbar mit dem Gelenkbus. Okay, die können nicht fahren. Wunderbar, dann können wir einfach weiterfahren. Easy going. Kriegen wir die Ampel noch? Das hatte ich gesehen, vielleicht ein bisschen relevant, da wir da gleich auch noch mal eine haben. Ja. Oh Gott. Ich dachte, wir kriegen dafür einen an die Mangel, weil es auf Rot gesprungen ist. Oder auf Rot am Umspringen war, aber wir haben nur Glück gehabt. Ich wusste nämlich, dass wir jetzt hier noch die Ampel haben, deswegen dachte ich mir, beeil dich mal ein bisschen. Hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Können wir schon mal direkt auf die rechte Seite auch gehen. Nächster Halt, Flusspromenade. Halten jetzt hier wieder bei der Flusspromenade. Ziemlich gut, zeitlich gesehen. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, bekommen Sie gleich. Ich muss wieder stalken. Was? Ach so, hier. Schön. Klar.
Augen. Was heißt stalken hinterher? Da. Hinterhergehen. Ja, bitte. Danke. Sehr schön. Ich brauche mehrere Fahrkarten. 2 Wochen-Tickets. Danke. Für Sie, bitteschön. Dankeschön. Dann geht die Bildefahrt weiter wieder zur Radovanovic-Brücke. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Und nie mehr zu Fuß. Dann halten wir auch bei der Radovanovic-Brücke. Danach haben wir, danach haben wir noch 2 Stops. Ich weiß nicht mehr, was vor der Römerstraße nochmal kam, aber ich meine, da kam noch was. Oder war Radovanovic-Brücke das erste, was nach der Römerstraße kam? Hört das noch irgendwer? Nee, war es nicht, das nicht. Genau, die Siegestraße, die habe ich vergessen. Da will gar keiner einsteigen, oder? Fahren wir jetzt zur Siegestraße, zur vorletzten Haltestelle. Hervorragend. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Egal. Um die 20.000 oder wie viel wir wieder bekommen. Die Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele Überraschungen. Mittlerweile rege ich mich darüber auch gar nicht mehr so wirklich auf, wenn ich da nicht mehr rechtzeitig da wegfahren kann und lenken kann, weil ich weiß, okay, im neuen Teil wird das nicht so sein. Da werden sie dann halt wieder zurückrennen und so weiter. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. 3 Einzeltickets. 3 Studententickets. I'm sorry. Wo ist meine Tasche? Danke. Genügend Geld haben, ist halt auch wieder belanglos geworden, wenn jemand uns quasi in den fahrenden Bus rennt. Oh, da war ja was. Man konnte es ja nicht während der Fahrt reinzoomen. Und dann fahren wir auch gleich wieder kurz durch die Stadt, durch die Wohngebäude, um wieder zur Busgarage. Nächster Halt, Römerstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Genau pünktlich. Um wieder zur Busgarage am Zopf zu kommen. Den Müll nehmen wir auch wieder mit, wenn wir in der Garage sind. Schön, dass wir warten. Wir müssen nämlich auf die komplett andere Spur. Der wartet auch, ist aber sehr freundlich von ihm. Zu gütig. Und wir den gleichen Weg, den wir gekommen sind, glaube ich, sogar zurück. Schön, dass er auch wieder wartet. Jetzt unsereswegen da so einen Schrecken gehabt und auf die Bremse gedrückt, oder lief dann doch jemand wieder über die Straße? Ich glaube, das lag vielleicht sogar an uns. In diesem Fall zumindest.
dann schauen wir, ob wir jetzt gleich wieder ganz gemütlich hier rein können oder ob wir noch warten müssen. In Bezug auf... Vergesse, dass sie von gerade auskommt und hier die Kreuzung zuparkt. Wird nur ein Auto sein, dann können wir auch kurz nochmal die Zeit warten. Sollte gleich auf grün umspringen, die Ampel. Und dann haben wir jetzt auch die Flussfromenadentour gleich beendet. Dann müssen wir nur noch die andere Route, die das Ganze miteinander verbindet. Bald machen wir Mode aus, dann nehmen wir den Müll mit und schmeißen den hier. Ach, wir haben sogar Müll. Tonnen, Container. Dann können wir hier dort den Müll schmeißen und die Fahrt hier beenden. Gummerstraße gelevelt, beinahe sogar auf Level 7. Ja, das hat sich gelohnt. Unser Einkommen hat sich gelohnt. Store tatsächlich die stärkste Woche mit 600, knapp 660.000. Dann können wir hier weitere drei Busse wieder von der Strecke nehmen. Wunderbar. Dann hier drei weitere drauf. Na komm. Das sind hoffentlich die richtigen. Und jetzt noch die Asse. Wir haben zumindest schon mal 3 von 5 da drauf. Was haben wir jetzt hinter uns? Wir haben das auch hinter uns. Haben wir einen normalen Ass noch? Wir haben noch einen Ass bekommen. Wunderbar. Dann können wir noch mal weiteren Bus dann gleich noch kaufen. Hier sind 4 Fahrer. Da können wir die Urban Race wegnehmen. Dann haben wir sogar einen Fahrer noch in Reserve prinzipiell für die nächste Tour. Das sind beides die Urban Race. Und die beiden Asse, dann haben wir auch wieder dort 5. Dann haben wir zumindest schon mal ein weiteres Ass, was wir frisch haben für die Verbindungsroute so gesehen. Das Ganze machen wir dann im nächsten Bus im Master 18 Video. Ja, wir haben halt hier noch den Faktor, dass wir halt die Streckenzeit unter 20 Minuten halten müssen. Das wird auch wieder ein bisschen rumgebastelt. Und dann haben wir das eigentlich auch so gut wie fertig und müssen danach nur noch eine weitere Fahrt machen, um das hier zu beenden, nachdem wir alle Asse drauf haben, und diese Fahrt zu beenden. Sprich, wir haben in dieser Woche wahrscheinlich noch 2 weitere Fahrten und dann haben wir auch diese Mission, die Beinarbeitmission, abgeschlossen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.